Was wir jetzt machen, wir schalten live nach Amerika, live nach Las Vegas. Oliver Pocher ist uns zugeschaltet. Und zwar war er beim Super Bowl mit dabei. Olli, einen wunderschönen guten Morgen bzw. guten Abend an dich. Danke für alles, was du bei Social Media heute Nacht gemacht hast. Ich konnte dank dir in der Tiefe recherchieren. Ja, und wir fragen uns natürlich alle, gehst du gleich noch auf die Aftershow-Party? Taylor hatte dich doch eingeladen, hast du erzählt. Ja, das werden wir jetzt auf kurzem Wege gleich klären. Jetzt erstmal hier eine Kleinigkeit essen und dann werden wir gleich durchfeiern. Wie war es denn überhaupt? Erzähl mal so deine Eindrücke. Also ich meine, sportlich war es natürlich packend bis zur letzten Sekunde, aber so insgesamt war ja nicht dein erster Super Bowl. Es war ehrlicherweise am Anfang relativ langweilig bis zur Halftime-Show, weil ja fast nichts passiert ist und dann ist es spielerisch deutlich besser geworden. Ich persönlich fand ja die Halftime-Show jetzt auch nicht so überragend. Da bin ich ein bisschen verwöhnt von den letzten ein, zwei Jahren. Und also es war gut, keine Frage, aber jetzt auch nichts, was groß hängen geblieben ist. Ja, siehst du, hab ich mir auch gedacht. Was war denn so dein Highlight? Worüber hast du dich heute am meisten gefreut? Ach, es gab also ehrlicherweise am Anfang jetzt gar nicht so viele Highlights. Jetzt rein vom Spiel muss man sagen, natürlich, wenn das in so in die Overtime geht, dass es das zweite Mal überhaupt passiert, dann ist natürlich sensationell, wenn 3 Sekunden vor Schluss das so fällt. Ich hoffe, der Ton ist übrigens in Ordnung. Ne? Wenn ich sage mir sofort, dann versuche ich hier irgendwas zu machen, aber das WLAN ist so äußerst mittelmäßig, komischerweise hier im Hotel. Ja, es reicht. Also für Sat.1 reicht es, ist alles in Ordnung. Das ist gut. Nee, und danach... klar, alle ein großer Hype um Travis Kelce und Taylor Swift. Und dann sind die tatsächlich, da wo ich gesessen habe, ist sie dann auch reingekommen. Und dann haben sie ja da noch irgendwie sich da gemeinsam präsentiert. Und dann hat man die wenigstens auch nochmal gesehen und schön war's. Ja. Du hast ja auch dich heute Morgen gefragt, Karen, völlig zu Recht, während wir nochmal hier die Bilder auch sehen mit Taylor Swift, was Olli gerade angesprochen hat, warum zum Geier der Kollege Pocher sich als Elvis ins Stadion gesetzt hat. Sollen wir es fragen? Ja, ne? Lass doch mal machen. Ja? Genau. Wenn wir das große Glück haben, dass der Ton super ist und wir dich hier haben, warum um alles in der Welt warst du als Elvis im Stadion, Olli? So. Ja, das lag dann ehrlicherweise, weil Mona gestern geheiratet hat. Und wir haben gedreht für den Schwestersender, für ProSieben, für Rent a Comedian, was dann ab Mittwoch in 2 Wochen läuft. Und da habe ich, Mona wollte so günstig wie möglich heiraten und dann kriegt er den günstigsten Elvis, den er bekommen kann. Das war in dieser Form ich. Und dann haben wir gerade in der Wedding Chapel praktisch bis kurz davor gedreht und dann musste ich los, Mona musste auch los. Ich zum Super Bowl, er will zurückfliegen und deswegen bin ich als Elvis dann einfach hingegangen. Und dann ist ja Las Vegas Elvis und dachte, ja, Scheiß was drauf, ist ja auch Karneval in Deutschland. Zieh durch. Ja. Aber du bist schon auch sportlich interessiert. Also ich bin heute Morgen in die Maske gekommen, hier bei uns in Deutschland, und habe Karen gesagt, Karen, hast du dieses letzte Play gesehen gerade? Das ist ja unfassbar gewesen, wirklich sportlich zum Schluss. Karen so, wie Play? Nee, ich habe nur auf Taylor Swift geguckt. Du bist da schon auch sportlich eher dabei, Olli, oder? Ja, also ich, ganz ehrlich, ich muss es ja mal so sagen, für mich fasziniert mich schon jedes Zweitligaspiel teilweise mehr als irgendein Footballspiel. Aber. Weil natürlich sehr oft nicht viel passiert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber der Schluss war dann wirklich spektakulär. Also dieser Overtime und so, da ist man nochmal wirklich mitgegangen. Das kann man nicht anders sagen, weil natürlich dann immer nochmal alles passieren kann. Und dann, ich verstehe bis heute nicht, wann die anhält, nicht, wann geht's weiter. Dann ist es ist halt ein bisschen komplizierter. Ja. Ja, aber du hast es ja jetzt aus der Nähe beobachten können, das ist schon alles echt, oder? Die lieben sich wirklich, der Trevor und die... Travis. Oh, siehst du, da fängt es schon an. Ja. Der Trevor und die Taylor. Klar lieben die. Die sieht schon gut aus, ne? Es ist halt so ein Boulevardthema. Ich finde es ehrlicherweise, ich habe ihn ja gesehen, also ich würde sagen, das ist genauso, als wenn Helene Fischer mit Kevin Großkreuz zusammenkommt. Also da habe ich schon Besseres gesehen. Also das ist wirklich schon, also keine Ahnung, so ein Asi mit einem Vollbart halt, ne? Ja. Das ist jetzt auch nichts Geiles. Ja gut, geil ist ja immer relativ, ne? Aber vielleicht steht sie drauf, sie hat da ein Faible für. Olli, es ist schön, dich zu sehen, ehrlicherweise, du bist viel unterwegs im Moment, ja, Köln haben wir dich gesehen, klar, da bist du zu Hause, dann Wien, Las Vegas und so weiter, die Liebeskasper-Tour, das läuft richtig gut, glaube ich, oder? Wie viel verarbeitest du auch auf deiner Tour von dem, was aktuell so passiert in deinem Leben? Nur alles, also das ist ja, passiert ja alles, also mehr oder weniger.
Das habe ich ja schon vorher gesagt. Alles wieder so privat gelaufen ist, hätte ich mir natürlich anders vorgestellt letztes Jahr. Aber dann ist meine Verarbeitung über Comedy und sich in die Arbeit zu stürzen und viel unterwegs zu sein. Und ich war jetzt ja auch nicht nur zum Spaß ja in Amerika, sondern auch irgendwie bei meinen Kindern. Also ich switche immer hin und her zwischen Familie 1 in Miami, Familie 2 in Köln. Und zwischendurch wird noch gearbeitet. Und jetzt war halt natürlich in Las Vegas der Zufall, dass wir da am Freitag noch spielen konnten und hier im Hard Rock Café noch mein Comedy-Programm gespielt habe. Was für mich natürlich auch eine sensationelle Geschichte war, dass das so funktioniert hat. Ja, das ist echt irre. Ne, da sind da tatsächlich irgendwie ein paar hundert Leute gewesen. Ne? Großartig. Also gleich nach dem Durch. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben wirklich gedacht, so, es war eine lustige Idee, wenn da so 20, 30, 40 Leute kommen und dann gucken wir noch ein paar Deutsche, die ja da sind, sind ja hier natürlich auch pressemäßig und links und rechts ein paar welche. Aber wir haben wirklich fast 200 Karten verkauft in einer Woche. Das verkauft man teilweise nicht in Deutschland für ein Event. Ich glaube, ich muss jetzt über eine internationale Karriere nachdenken. Das bringt ja jetzt nichts. Nee, bringt nichts. Also, du bist ein Mann für Hollywood. Beziehungsweise ja. Mindestens. Las Vegas, Hollywood, Olli Pocher. Und du bist in Las Vegas, wie sagt man so schön, ne? Glück im Spiel und so weiter. Hast du schon mal versucht, an den Automaten so. Ich sage immer genau dasselbe. Eigentlich muss ich ja als Multimillionär aus jedem Tisch rausgehen, wie es bei mir ist technisch gelaufen ist letztes Jahr. Aber. Ich bin ehrlicherweise kein Zocker. Ich habe irgendwie, mir ist das Geld zu schade, sagt gerade einer, der so viel Geld für einen Super Bowl ausgegeben hat. Ja. Aber egal. Ja, aber verstehe. Kann ich nachvollziehen. Olli, alles Gute. Danke, dass wir heute Morgen mit dir sprechen können. Und viel Spaß. Grüß Travis und grüß Taylor gleich auf der Party. Es wird noch viel besser, weil eigentlich hier um die Ecke irgendwie Kanye West einen Auftritt haben soll. Ach komm. Ich glaube, das könnte skandalträchtig werden. Ich nehme alles mit. Dann schalten wir wieder. Wir bleiben einfach dran. Ja, selbstverständlich. Bis später, Olli. Ich bin ein bisschen wach. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.